Ich habe ja, weil wir hatten ja Benzin drauf gehabt. Dass der kein Öl verbraucht hat? Der hat sehr viel Öl verbraucht. Ach so. Ja, bestimmt. Ich habe den Wagen ja noch nie gefahren. Und auch Motorschaden. Das ist ja das Geile. Eidosch. Hi. Wie geht's dir, Eidosch? Danke, gut. Und dir? Auch gut. Schöne Frisur. Dankeschön. Schöne Grüße an Ali. Guck, was gekommen ist hier. Ja, warte mal, da steht ja was davor hier. Aha. Da ist schon ein paar Tage schon. Ich glaube, das ist das Radio. Das ist das Radio. Oh, hör zu. Warte mal auf. Für den Golf, ne? Für den Golf. Für den Golf, ja. Sehr schön. Wir werden nur ganz kurz was anschauen. Die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Wir haben hier auch ein TSI stehen. Zwar den 1,8er. Mehr gelaufen als meiner. Wasserpumpe kaputt. Sehr teuer. Horschgelände ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte sehen, ob wir auch solche Ventile haben wie bei meinem. Und das würde mich interessieren. Und ob es sehr ölig ist. Und deswegen werden wir jetzt da reinschauen, Eidosch. Okay. Ja, und dann gucken wir mal rein. Ne? Du bist live dabei. Das würde ich sagen, okay, alles gut. Ja, richtig gut. Guck mal, das ist ganz normal. Ein bisschen Öllach haben wir hier. So, ich will aber in die Brennkammer gucken. Ja, so finde ich das normal. Das sieht gut aus. Also ist bei dem nichts Schlimmes. Nee, ist ja auch natürlich auch normal. Das ist ein bisschen ölig, ist ganz klar. Hier haben wir ein bisschen, aber ich finde das ganz okay. Es sieht jetzt nicht wild aus, ne? Ja, können wir jetzt leider nicht sehen. Ja, die Ansaugpumpe hatte ich ja abgebaut. Oh, jetzt müsste ich hier wieder auseinanderbauen. Ich habe es ja gesehen gehabt. Es war nicht wild. Und, oh, guck mal, die Kamera nicht raus. Hallo. Und hier, du siehst das, dass es nicht so ölig ist wie bei mir. Okay, erstens das. Und zweitens, ich bin mir sicher, dass die Ventile nicht so aussehen wie bei mir. Und darum geht es ja eigentlich. Ja. Ne? Und wir hatten ja auch eine sehr schöne Diskussion gehabt, oder es wird immer noch diskutiert, finde ich auch schön. Also einer hat das auch so erzählt, erklärt, fand ich auch sehr schön. Er hat gesagt, es können auch von den Kolben kommen. Und genau das befürchte ich auch. Mann, ich hätte mal echt ein Video machen sollen, wo ich den ab hatte. Ach, so sah das aus, mit bisschen Öl drauf, also keine Verkorkung wie das hier. Genau. Wir werden die Kolben ausbauen. Das machen wir heute, Eidosch. Ne? Also baue ich jetzt schnell die Kolben hier aus. Und dann? Wie die Kolbenringe aussehen. Da haben wir eigentlich die größten Probleme bei diesen KFSI-Motoren. Und das werden wir heute sehen. So, das müsste ein Viehzahn sein, ne? Yes, Viehzahn. Tipp, 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 tipp. Ich glaube, das ist sogar ein 10er Viehzahn. 10er Viehzahn. So richtig. Ja, 9er sein. Die Kolben holen wir von oben raus. Ich mache jetzt nur die Lagerschalen. Ach, man macht das jetzt nur. Genau, die Lagerschalen machen wir von unten. Genau, ich mache die nur sauber. Ich markiere die einmal, damit wir wissen, wo wie was. Genau, weil die Lagerschalen, die gehören ja immer zusammen. Deswegen will ich die jetzt einmal markieren. Da haben wir 4. So, dann bauen wir das mal aus. Oder weißt du jetzt, wo 2 und 3 sind? Die machen wir ja gleich. Dann müssen wir den Motor nur abbauen. Ah, da steht ja sogar 2, 3. Das ist ja die Hauptlagerschale von der Kurbelwelle. Und da ist immer wichtig, dass du das immer genauso abbaust und wieder einbaust mal später. Mhm. Falls du es wieder einbaust mit dem. So. Und da ist die Lagerung dabei. Die gucken wir uns auch gleich an. Mhm. Ne, aber. Denn man sagt ja, wenn die so leicht kupfermäßige Farbe haben oder halt einen sehr starken Abtrieb haben, dann machen wir das Ganze natürlich neu. Wir haben den ja gefahren, also der hat ja sehr gut gelaufen. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwelche Löcher jetzt finden werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber? Aber Ölabschleifringe können kaputt sein. Mhm. Auch bei einem. So, hier ist die Lagerschale nicht mit rausgekommen. Das ist der 4. Die Kolben haben wir abgemacht. Die Kolben liegen jetzt auf dem Block drauf und jetzt fährt das Auto runter. Jetzt fahren wir den runter. Oh mein Gott. Schauen wir uns an. Von jetzt draußen. Hast du die von unten hochgedrückt, ne? Sozusagen. Genau. Also, Eidosch. Das sieht ja schlimm aus. Das sieht sehr, sehr schlimm aus. Oh mein Gott.
Guck dir das an. Wow. Was ist das hier drauf? Achso, ja, ich habe ja auch ein bisschen das Ganze ja nochmal eingefettet. Also die Abstreifringe, die haben schon da ein bisschen was durchgelassen, so ja, wie es aussieht. Ich bin gespannt, was du gleich sagst. Also das, ach, das sieht, also ich schiel gerade so ein bisschen drauf, also es sieht echt übel aus. Also, das sieht übel aus. Haben wir irgendwelche starken Riefen? So, hier haben wir nichts. Da haben wir nichts. Also der ist, also der Kreuzschliff ist nicht mehr so vorhanden. Ich glaube, wenn wir den jetzt einmal schön sauber machen, ne, aber wichtig ist natürlich, dass wir hier keine Riefen oder so haben, ne? Am besten auch keine Handschuhe anziehen, damit wir das auch schön spülen können. Ne, super, ehrlich super. Aber das ist super. Also da echt mal, du kannst da auch selber einen Kreuzschliff machen und das Ding einfach mal, ja, ne, ihr kriegt einfach mal einen neuen Kreuzschliff, das war's. Guck dir das an. Das ist unglaublich hier alles zu. Aber das, auf diese Probleme kommen wir ein. Mir geht es nur darum, wie waren die Ringe. Der eine Ring war hier und der andere dort. Das ist perfekt. Das muss auch so sein. Guck mal, hier hat man schon mal ein Problem. Siehst du, die beiden Ringe, waren nebeneinander. Siehst du das? Ach, die Öffnungen dürfen nicht nebeneinander sein. Die müssen noch immer irgendwie versetzt sein. Genau, und deswegen habe ich das Ganze auch genau so ausgebaut, ohne die zu drehen. Genau. Ja, ja. Und da siehst du, dass das hier falsch ist. Und das darf nicht, ne? Nein. Dann lässt das ja was durch. Dann lässt er was durch. Und ja, hier gucke ich auch nochmal. Guck mal, hier ist in Ordnung. Und der nächste ist hier auch. Ah. Siehst du? Also die müssen gegenüber liegen. Perfekt, ja. Guck mal, bei dem auch hier. Und, oh. Keine. Da hat keine Öffnung. Oder ist so verdreckt. Ach du Heilige, nee. Wenn wir jetzt den ersten Ring anschauen, ne? So muss dieser Ring sein. Das ist perfekt. So heißt, meinst du, so mit der Bewegung? Mit der Bewegung. Mhm. Guck dir jetzt das zweite an. Der ist drinnen. Der kann doch gar nicht abdichten. Weil dieser Kompressionsring hier, der zweite, der hat überhaupt keine Funktion. Null. Weil der ist von diesem ganzen Öl, der nach oben gekommen ist, einfach fest eingebrannt. Hier ist der. Die Kerbe ist da. Die Kerbe ist da drin. Aber das ist doch viel zu klein, die Kerbe. Und dann kommen wir zum dritten Ölabschleifring. Das ist der hier. Der ist genauso. Alter, also hier, guck mal. Ein. Nee. Hier haben wir das erste Loch und dann haben wir das zweite Loch da. Da siehst du, dass der nur unten. Mini. Ja, ja, Mini. Hier ist der. Ja, geht der ja noch, aber der geht ja nur runter. Wie ist das hier? Okay, es ging. Ach, hier ist er auch. Ne? Da sehe ich gar nichts. Da siehst du gar nichts, ja. Ja, diese Ölabschleifringe haben ja auch nochmal solche so eine Nut, ne? Mhm. Normalerweise. Das heißt, da hast du eine Öffnung, dann hast du den Ölabschleifring und dann hast du noch eine Öffnung. Also du hast nochmal einen Kompressionsring eigentlich. Mhm. Den musst du ja auch mal versetzt einbauen. Und du musst ja alles versetzt einbauen. Hier hast du ja null Funktion, weil das ganze Öl ja nach oben ging und durch diese Öffnung schön alles rausgelassen hat. Und dann sehen deine Ventile auch dementsprechend aus. Hier genauso, also alle Ringe sind schlimm, nur außer der zweite hier. Ja, ja, okay, bei dem war das ja das Problem, weil der Ölabschleifring, also diese Kompressionsringe untereinander waren. Wie das passiert, weiß ich nicht. Ach so, diese Öffnungen meinst du, die waren untereinander? Ja. Guck dir das an. Oh, ganz schön riefig, ne? Okay. Russisch, ne? Ja, ja, russisch, aber der hat überhaupt keine Funktion mehr. Oh, guck mal, die sind doch, guck mal. Die sind drauf. Die sind, ey, der hat doch überhaupt keine Kompression mehr gehabt. Ja, ja, die beiden gar nicht. Und der hat hier nur dieses hier. Dann hat er alles rausgeschossen. Das ist der erste. Alles so? Ja, ja, guck mal, der ist der krasseste. Aber das kann aber nicht sein, dass das bei dem Aufschlag so ist. Nein, 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 das war ja schon. Das ist ja dieses TSI-Modell, den wir haben. Ein bisschen Benzin, ne? Ganz wenig aber. Benzin. Nee, nicht Benzin. Ich habe ja ein bisschen Rostlöser drauf gemacht hier an der Seite. Richtig, genau so. Ich habe ja, weil wir hatten ja Benzin drauf gehabt. Dass der kein Öl verbraucht hat? Der hat sehr viel Öl verbraucht. Ach so. Ja, bestimmt. Ich habe den Wagen ja noch nie gefahren. Und hab Motorschaden. Das ist ja das Geile. Eidosch, Achmed Abi, das glaubst du nicht. Ich habe die Kolben so rausgeholt. Ja. Ich habe extra nicht gedreht. Warte mal, lass mal gucken. Jetzt achte mal diesen Kompressionsring an.
Alter, wie kommt das denn, dass die so übereinander kommen? Normalerweise dürfte das so nicht sein. Müsste ja versetzt sein. Ja, ja, klar. Und das hast du so rausgenommen? Den habe ich so rausgenommen. Den müsst du doch so durchgeblasen haben. Ja, ich habe den extra nicht gedreht. Mhm. Ich meine, quasi kannst du ihn auch nicht drehen, ne? Also ist nee, ja, kannst du nicht drehen. Ist ja schwer, also du holst ihn ja so raus. Aber die Ölschleifringe, die sind fest. Die sind tot. Also da musst du Öl verbraucht haben. Genau. 1000 Kilometer. Hier hast du ja zum Beispiel, Eidosch, das meinte ich hier. Also hier ist ein Kompressionsring und hier, bei dem Ölabschleifring. Ne? Und dann siehst du, wie es eigentlich normalerweise sein sollte. Aha. Aber wahrscheinlich sind die Dinger... Oh, der ist komplett. Der ist komplett. Ja, der ist jetzt gemacht. Achte mal, wie locker der sitzt hier. So muss der sitzen. Oh, guck mal. So muss er sitzen. Ne? Der andere ist ja so verdreckt, dass ich ja überhaupt keine... Die anderen, die waren einfach schon so, richtig so. So, und jetzt guck dir diesen Ölabschleifring an, Eidosch. Ne? Guck mal, wie er sich bewegen lässt. Ja, da muss sich ja auch bewegen. Und ne? Hier hast du auch schöne, große Löcher extra. Damit auch schön das Öl rauskommt. So, Eidosch, und dann siehst du hier, der wurde schon vormontiert. Also hier hast du schon mal einen Kompressionsring und hier. Und das ist schon okay. Hier und da. Die dürfen aber nicht übereinander sein. Mhm. Aber so muss er sein. So muss er spielen. Aber die Lager sehen gut aus, ne? Die Lager, ja, dazu kommen wir jetzt. Jetzt gucken wir uns die Lager an. Die Kolben haben wir uns alle angeschaut. Alle katastrophal. Und hier haben wir neue Kolben. Natürlich bauen wir da direkt neue Kolben ein, ne? Weil die können wir sauber machen. Alles schön und gut. Aber wegen dem Aufschlag habe ich mir gedacht, wir machen auch neue Nockenwellen. Und natürlich auch neue Kolben. Sehen gut aus. Die Lager sehen gut aus. Brauchst du gar nicht zu tauschen. Ne, mach ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber hier haben wir so leicht, ganz leichte. Ja, das kannst du aber hinnehmen. Hauptsache, dass, wenn du mit dem Nagel rüber gehst, dass er nicht hängt. Und das hängt ja hier sogar. Aber nee, ist okay. Nee. Jonas, weißt du, warum das für Kork so kommen kann? Habe ich mir mal so Gedanken gemacht. Ja, mach mal. Sag mal. Also zum Beispiel bei dem älteren Fahrzeug, so 80er, 90er Jahre. Ja. Durch den Sprit. Ja, das haben auch sehr viele in den Kommentaren geschrieben. Also, ich denke mir mal, dass es E-Plus ist, also E5, was sie da getankt haben, und mangelnde Wartung. Ich glaube, der Kunde hat von allen... Aber E10 ist doch der günstige. Oder E10, ja, ich kenne mich da jetzt momentan nicht aus. Doch, E10 ist der günstigste von den normalen. Ich denke mir mal, dass der Vorbesitzer bei allen gespart hat, auch beim Sprit. Aber wie oft hast du schon bei TVC-Motoren auseinandergebaut? Oft, ne? Oft. Bestimmt schon, ne? 30, ja, 40 Motoren. Also so schlimm habe ich das auch nicht gesehen. Nee, deswegen sage ich ja auch, die Ventile sind größtenteils genau deswegen gekommen. Nein, zum Beispiel gestern oder vorgestern, wo du dem Video gemacht hast, habe ich ja gesagt, an Kolben wird da gar nichts sein. Ja. Weil ich davon stark angenommen habe, dass die Kolben total sauber sind. Aber sind es nicht. Ich habe es noch nie gesehen, ehrlich. Ja. Ich habe bestimmt 40 Motoren so Kolben eingebaut bei dir. Aber TVC, wir reden noch von TVC. 1,4. Das gleiche Maschine. Ja. Golf, Scirocco und. Dass die das Problem mit den Kolbenlöchern haben, dass sie da verkorken und dass die Löcher halt nicht mehr frei sind und dann sich natürlich andere Wege nach oben sucht. Ja. Ne? Und wenn du aber so einen Kompressionsring siehst, Alter. Ach, also ganz ehrlich, normalerweise, auch wenn das vorher gefahren hat, der Kunde, der muss wahrscheinlich auf 1000 Kilometer so bis zu 3 Liter Öl verbraucht haben. Das kann ich dir nicht sagen. Also, ich meine... Die Kolbenringe, die kommen ja zusammen, ist ja klar. Ne? Ist ja nicht so, dass er jetzt nur auseinander ist. Aber trotzdem wird er in diesem kleinen Schlitz, wird er trotzdem Kompression verlieren. Ne? Na, nicht nur deswegen, guck mal, da ist ja Ablagerung ganz oben. Ist selten, sowas sieht man eigentlich nicht. Ja. Unten würde ich ja verstehen, aber ganz oben, und das ist ein Anzeichen, dass die schon überall Kompression verloren haben. Und was heißt das? Der zieht natürlich schön Öl von unten an. Aber wir haben ja immer noch Ansaug. Eine Ansaugbrücke Öl. Ich weiß nicht, woran das kommt. Ja, da habe ich eine Vermutung, Kurbelwellenentlüftung, Turbo, beides auf einmal. Ja, das kann aber auch Ursache dadurch sein. Ne? Genau. Meinst du, dass wird da kein Öl da reinschießen? Aber guck mal, du musst ja überlegen, wie die Kolben mit wie viel Umdrehung die hoch und runter gehen. Also, okay, jetzt verstehe ich, was und du meinst. Auch, weil er ja so viel Druck aufbaut, dass er das von den Kurbelwellenentlüftung rausschießt. Richtig, das kann sein. Aber ehrlich gesagt, ich habe es nur repariert. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Du machst dir ganz schön viele Gedanken. Genau, ja klar, es ist ja auch so. Ich will es ja verstehen. Du weißt ja, wie ich immer bin. Ja, ich verstehe dich. Ich will immer probieren. Also, Achmed, da bist du mal so, guck mal. Oldschool. Bestes Beispiel. Verstehe ich. Bestes Beispiel. Wir hatten mal einmal einen E36, E30 damals, glaube ich. Zylinderkopfschaden. Jello und ich standen da und haben gesagt,
Aber abgebrochen, nicht Riss, abgebrochen. Boah, ich kann mich nicht erinnern. Doch, am Kopf wurde abgebrochen, war 6-Zylinder. Dann ich so, Arvid, lass uns das schweißen. Also nein, Motorschaden, machen wir nicht. So, Arvid, lass das schweißen, wir kriegen das hin. Also nein. Er ist weggegangen, wir haben den geschweißt, weil der Kunde den damals halt verschrottet hat. Er hat gesagt, nee, lohnt sich nicht mehr, okay. Machen wir nicht mehr. Geschweißt, einfach selber Plan geschliffen. Und der, was weiß ich, wir haben sogar mit Flex bearbeitet damals, weiß ich noch. Weil der hat ja voll Kompression verloren. Ja. Der lief einfach nicht mehr. Kopfdichtung, auch die alte draufgebracht, alte Schrauben drauf gemacht, kein Öl, kein Wasser, nichts getauscht. Sofort gestartet und dann lief der. Und dann haben wir gesagt, Alter, siehst du, das geht. Also ihr wolltet das so für ja, euch. Ja, also warum habt ihr das gemacht und so? Für euch selbst wolltet ihr das einfach. Ja, ja, und dann haben wir das selber für uns gemacht. Das ging natürlich Export, das war das, ne? Ja, ja. Weil der war ja nichts wert. Aber wir wollten das unbedingt probieren. Weil ich der Meinung war, es hätte geklappt. Mein Bruder, nein. Ist es doch. Hat ja geklappt dann wahrscheinlich. Da hat es geklappt. Die Ablagerung. Mhm. Normalerweise Kompression, hier wird komprimiert, das Ganze geht wieder raus. Aber wenn er schon was Öl nach oben kommen kann, kann auch Druck reinkommen. Ich denke mal, von den Kolben kann das, also so wie die Kolbenringe jetzt aussehen, hat der hundertprozentig von unten das Öl in den Verbrennungsraum geschmissen. Und andersrum auch den Druck aufgebaut. Ja, klar. Ne? Weil wir haben ja wieso in der Kurbelwelle schon sehr viel Druck. Und wenn die Kolben, wenn er hier nochmal zusätzlich Druck reingebaut hat, was hat dann die Kurbelwellenentlüftung gemacht? Hallo, schießt man das Öl irgendwo raus? Da hat die Kurbelwelle natürlich noch mehr Druck gehabt, als es eh schon hat. Schön in die Ansaugung. Und dann hast du die ganze Zeit so ein Spiel gehabt. Öl kam dann wieder rein, Öl kam wieder raus, Öl kam wieder rein, Öl kam wieder raus. Ne? Also der Kunde, aber das Öl, was reingekommen ist, wurde dann halt quasi verbrannt. Ob er hier durchgekommen ist, verbrannt, oder das andersrum genauso. Und einer hat das echt, also ein paar Leute haben das auch geschrieben, und das war auch meine Vermutung, dass das an den Kolben geht. Ich denke mir mal, dass der Kunde wirklich sehr, sehr viel Öl reingetan hat. Also wenn der Kunde mir jetzt sagen würde, nee, der hat überhaupt kein Öl verbraucht, das glaube ich ihm nicht. Safe. Man sieht schon, alleine durch den Ring, dass der Minimum 2-3 Liter verbraucht also haben muss. Ich weiß das ja, dass hier, die Kolbenringe... Lang. Ja, das ist, guck mal. Ja, okay, den ersten kann man bewegen. Trotzdem. Den ersten kannst du bewegen, aber den kannst du nicht andere. Bewegen. Und das ist einfach durch, Eidosch. Also wenn ich jetzt diesen Ring abmache, wir tun den in den Laufbahn rein. Der geht so rein. Der geht so rein, da brauchst du kein Spezialwerkzeug. Und plus, der wird so spielen. Weil diese Kompressionsringe sorgen ja auch dafür, dass das Ganze in Spannung bleibt. Ja, darum auch unser Kreuzschliff und so. Ne? Du hast ja auch damals die so pam, 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 so ganz langsam reingedrückt. Ne? Es ja, geht ja, nicht klar. So raus. Aber das hier, TSI-Motor, ist schon interessant. Die Diskussion, dass die früheren Motoren besser waren, brauchen wir nicht reden. Ihr habt ja meinen E46 kompakt, wo ich den Turbo plus Kompressor eingebaut habe. Das Ding hält. Davor hat man 330 PS, wie viel PS wir jetzt haben. Dazu kommt es ja auch irgendwann ein Video. Es ist unglaublich, was diese Motoren abfahren können. Ne? Ja, und 300.000 gelaufen. Klar. Und alles noch original. Und wir hauen voll auf die Schnauze und das Ding hält. Und das hier, wir können jetzt alle wieder ein bisschen philosophieren, warum das Ganze jetzt entstanden ist. Du hast ja schon alles gesagt, was du sagen sollst. Ja. Ja. Was habe ich denn gesagt? Ich habe Alzheimer. Alter. Ich auch. Wieso? Du hast ausgebaut, kommt Öl fertig, machst du neu aus. Arbeiter. Ja, was soll ich machen? Ey? Wieso soll ich mir da Gedanken machen, woher kommt die ganze Mist? Also Arbeiter haben sagt das ja hier, zeigt das ja hier, aber ich sage euch, Arbeiter, was der an Fachwissen hat. Ach, glaube ich. Was der, seid doch mal hier nicht bescheiden. Er gibt das hier nicht preis. Also er muss ja irgendwo auch kein irgendwas beweisen. Und ich meine, sehr viele Leute, die Kfz-Meister sind, jahrelang sind, die rufen Ahmed Tam an. Ich rufe Ahmed Tam am Tag 5-mal an. Ist so. Und es ist Wahnsinn, was der drauf hat. Also das muss ich schon sagen. Und ja. Am besten keine Gedanken. Ja, ich weiß, dass du sagst das so, aber ich weiß ganz genau, dass du dir Gedanken... Weil du hast doch gerade gesagt, ich habe mir mal gestern Abend Gedanken gemacht. Ja, ich habe mir so gestern Weil Gedanken ich weiß ja, wie du bist. Oder wann baust du den Motor wieder zusammen? Ach, Ventilspiel macht mir Kopfschmerzen, Abe. Aber das wird ja der Motorenbauer machen. Ja, Leute, ich habe das im letzten Video gesagt, hier, das Ding habe ich ganz nach unten reingesteckt. Ja, ist falsch. Man sieht ja die schwarzen Stellen. Ja, ich bin ja auch nicht dumm. Ja, sorry. Ist das nicht viel? Finde ich nicht. Weil bei der Ansaugung ist da überhaupt nichts.
Okay, da kann auch so viel Rost drin sein. Aber hier zum Beispiel hast du gar nichts. Ne? Du hast auch ein bisschen, siehst du ja. Merkst du ja. Ganz wenig. Ja, aber das soll der Motorenbauer machen, weil ganz das sind ja die Spezialisten. Genau, das sollen die Leute machen, die das auch perfekt machen können. Der soll mir den Kopf einmal komplett machen. Wenn du den Fahren willst, mach ich das. Bring alle Teile und ich weiß ja auch, wo wir hingehen. Das wird auch sehr interessant. Der redet auch sehr viel, das finde ich schön. Er kann das perfekt erklären. Er wird auch sagen, was die Schwachstellen bei diesen Motoren sind. Und darauf freue ich mich. Untenrum bauen wir das selber ein, machen Kreuzschliff, werden die Lagerschalen schon mal einbauen, werden Kolben schon mal einbauen, werden das vernünftig schon mal alles machen. Welcher ist das? Siehst du, 4. Ne? Markieren. Ich auch gar nicht So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.